Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, im Namen der Körperstiftung heiße ich Sie ganz herzlich willkommen im digitalen Körperforum zur Eröffnung der Themenwoche Mehr als Klein-Jerusalem, Gegenwartsperspektiven auf jüdische Geschichte in Hamburg. Einige von Ihnen werden jetzt vielleicht fragen, Klein-Jerusalem, was hat das jetzt mit Hamburg zu tun? Nun, damit ist das Hamburger Grindelviertel gemeint. Dieses war in der mittlerweile fast 400-jährigen jüdischen Geschichte in der Stadt lange Zeit Zentrum des jüdischen Lebens in der Hansestadt. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und mit der Verfolgung und Ermordung fast aller jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger bis 1945 fand diese Tradition ein jähes Ende. Mehr als ein Dreivierteljahrhundert nach dem Holocaust wollen wir heute während der Themenwoche jüdisches Leben in Hamburg in den Blick nehmen, in seiner Geschichte, in seiner Gegenwart und in seiner Zukunft. Die Körperstiftung tut dies gemeinsam mit zwei Partnerorganisationen, mit dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden und mit der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule. Beiden Institutionen möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit danken. Wir freuen uns sehr, dass es trotz der aktuellen pandemiebedingten Einschränkungen gelungen ist, mit der Hilfe sehr engagierter Partnerorganisationen ein wirklich attraktives, vielseitiges, digitales Programm zusammenzustellen. Bis einschließlich kommenden Sonntag bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, sich über das jüdische Erbe in der Stadt zu informieren, an digital-jiddisch-Sprachkursen teilzunehmen oder Konzerte im Livestream zu erleben. Die Hamburger Themenwoche ist übrigens ein Beitrag zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das Bundespräsident Steinmeier gestern feierlich eröffnet hat. Ich freue mich sehr, dass die zweite Bürgermeisterin der Stadt, Katharina Fegebank, die Schirmherrschaft über diese Themenwoche in Hamburg übernommen hat. Liebe Frau Fegebank, ganz herzliches Dankeschön von unserer Seite dafür. Und es ist auch sehr schön, dass Sie heute Abend mit uns diskutieren, gleich im Anschluss über das sichtbare und unsichtbare jüdische Erbe in unserer Stadt und über dessen Bedeutung für die Stadtgesellschaft heute. Stoff für lebhafte Debatten gibt es genug, zum Beispiel die Frage des Wiederaufbaus der zerstörten Bornplatz-Synagoge. Ich wünsche uns allen, Ihnen allen, sehr verehrtes Publikum, einen anregenden, erkenntnisreichen Abend und gebe jetzt weiter an die Generalsekretärin des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, Silvia Löhrmann, für ein kurzes Grußwort. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, heute zum Auftakt Ihrer Themenwoche im Rahmen des Festjahres 2021, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, einen, wenn auch nur digitalen Gruß aus Köln in die Freie und Hansestadt Hamburg zu senden. Ich grüße Sie alle sehr, sehr herzlich. Mein besonderer Dank gilt der Körperstiftung, dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden sowie der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule für die Idee und Konzeption dieser Themenwoche. Und natürlich ist es ein starkes Zeichen für alle Beteiligten und die Hamburgerinnen und Hamburger, dass die zweite Bürgermeisterin die Schirmherrschaft für ihre Themenwoche übernommen hat. Herzlichen Dank, liebe Katharina Fegebank, auch für das sinnstiftende und zukunftsweisende Grußwort. Warum, meine Damen und Herren, begehen wir dieses Festjahr? Weil ein Edikt des Kaisers Konstantin von 321 dokumentiert, dass seit mindestens 1700 Jahren Jüdinnen und Juden auf dem Territorium des heutigen Deutschlands leben. Sehen Sie selbst. Ich freue mich wirklich sehr über die vielen Beiträge der Hansestadt Hamburg, mit der unser Verein am 10. Dezember eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet hat. Hamburg kann stolz sein auf seine jüdische Geschichte und Gegenwart. Persönlichkeiten wie Albert Ballin, Ernst Kassirer, Ida Demel, Glückel von Hameln, Salomon Heine oder die Familie Warburg, um nur einige zu nennen. Sie sind aus der Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt nicht mehr wegzudenken und ein Beispiel dafür, dass das Judentum konstitutiv
für ihre Stadt und für Deutschland ist. Heute zählt die jüdische Gemeinde in Hamburg mehrere tausend Mitglieder. Es gibt ein aktives und vielfältiges jüdisches Leben, das von orthodox bis liberal verschiedene Strömungen umfasst. Dieses Leben sichtbar und erlebbar zu machen, ist Ziel unseres Vereins. Gestern wurde mit dem Festakt das Festjahr 2021, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, mit Bundespräsident Steinmeier als Schirmherr offiziell und bundesweit eröffnet. Der folgende Satz des Bundespräsidenten lässt mich nicht mehr los. Nur wenn Juden hier vollkommen sicher, vollkommen zu Hause sind, ist dieses Deutschland vollkommen bei sich. Das zeigt, wie viel wir noch zu tun haben, meine Damen und Herren. Und was ist das Besondere an diesem Festjahr? Zum ersten Mal seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Shoah und ihren Folgen begeht unser Land ein Jahr, an dem sich jüdische wie nichtjüdische Verbände und Vereine gemeinsam in vielfältiger, überzeugender und auch berührender Weise beteiligen. Das Festjahr lebt auch und gerade von der Vielzahl und Vielfalt der regionalen Projekte in ganz Deutschland. Und das genau tun auch Sie mit Ihrer Themenwoche mehr als Klein-Jerusalem. Und Sie alle, meine Damen und Herren, können dazu beitragen, dass dieses Festjahr ein Erfolg wird, indem Sie nicht nur an den vielfältigen Veranstaltungen im Festjahr teilnehmen, sondern sich auch einen Stapel der lebensfrohen Briefmarke Chai besorgen und das kleinste Werbeplakat in alle Welt senden. Zum Schluss erlaube ich mir, auf eine inzwischen verstorbene Frau zu verweisen, die lange in Hamburg gelebt hat und deren Geschichte für mich ein täglicher Impuls für meine Arbeit ist. Ich skizziere nur kurz aus einem Kalenderblatt der Rheinischen Post. Ingeborg Rapoport erhielt am 9.06.2015 an der Medizinischen Fakultät im Alter von 102 Jahren ihre Promotionsurkunde. Ihre Doktorarbeit hatte sie 77 Jahre zuvor eingereicht, war jedoch 1938 aufgrund ihrer jüdischen Herkunft zur Prüfung nicht mehr zugelassen worden und floh vor den Nazis in die USA. Zurück in Deutschland habilitierte sie sich an der Charité und beeinflusste die Kindermedizin weit über die Grenzen der DDR hinaus. Anlässlich ihres 100. Geburtstags erfuhr man an der Universität Hamburg von ihr und wollte ihr nachträglich die Doktorwürde verleihen. Ingeborg Rapoport hatte eine Bedingung. Sie wollte die Prüfung ablegen, die ihr Jahrzehnte zuvor verwehrt worden war. So kam es, und sie beeindruckte die Prüfer mit einem Kenntnisstand, der die neueste Forschung berücksichtigte. Ich habe meine Promotion für die Opfer gemacht, so ihr Kommentar. Sie wurde 104 Jahre alt. Ich wünsche Ihrer Themenwoche und dem Festjahr viel Zuspruch, meine sehr geehrten Damen und Herren, und uns gemeinsam viele ermutigende Entdeckungen und verbindende Erlebnisse. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf Ihre Diskussion. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles, alles Gute. Vielen Dank, Silvia Löhrmann, Generalsekretärin des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Vielen Dank, Herr Dr. Paulsen, vom Vorstand der Körberstiftung für die Begrüßung und Ihre Grußwörter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu dieser digitalen Diskussion. Mein Name ist Jan Ehlert von NDR Info und ich bin dort Redakteur für das jüdische Magazin Shabbat Shalom, das jeden Freitagabend auf NDR Info ausgestrahlt wird. Ich freue mich, dass wir heute einen Tag nach dem offiziellen Festakt zur Eröffnung des Festjahres den Blick zum Auftakt der Themenwoche nach Hamburg richten, auf das jüdische Leben in der Stadt in all seiner Vielfalt. 1700 Jahre, Herr Dr. Paulsen hat es gesagt, können wir zwar hier noch nicht feiern, aber immerhin, es sind schon gut vier Jahrhunderte, dass sephardische Jüdinnen und Juden aus Portugal von der Iberischen Halbinsel flohen, um hier in Hamburg eine neue Heimat zu finden und ihren Glauben ausleben zu können.
Jüdinnen und Juden gehören also seit Jahrhunderten fest zum Leben in der Hansestadt dazu, haben Hamburg geprägt. Viele ihrer Namen sind untrennbar mit der Stadtgeschichte verbunden. Einige haben wir bereits gehört, Salomon Heine, Albert Berlin, aber auch Ida Ehre oder Ludwig und Leopold Isaak, denen wir das schöne Lied vom Jungen mit dem Tüdelband verdanken. Er muss aus Hamburg sein. Um nur ein paar ganz wenige zu nennen, weitere werden folgen. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts blühte das jüdische Leben in der Hansestadt, besonders im Grindelviertel, das eben als Klein-Jerusalem bezeichnet wurde. Rund 19.000 Jüdinnen und Juden lebten vor 1933 hier. Dann folgte auch in Hamburg der Aufstieg des Nationalsozialismus, der monströse Zivilisationsbruch des Holocaust und fast alle Jüdinnen und Juden in Hamburg wurden verfolgt, vertrieben, ermordet. Dass es heute, also 75 Jahre nach dem Holocaust, wieder jüdisches Leben in Hamburg gibt, dafür können wir gar nicht dankbar genug sein. Aber wie geht Hamburg mit seinem jüdischen Erbe um? Und wie steht es um die Vielfalt des heutigen jüdischen Lebens? Darüber wollen wir in den kommenden 90 Minuten diskutieren. Gemeinsam mit der Schirmherrin der Themenwoche Mehr als Klein-Jerusalem, der zweiten Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Katharina Fegebank. Guten Abend, Frau Fegebank. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Mit auf dem digitalen Podium ist auch Professor Dr. Miriam Rürup, seit Dezember Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam, aber auch hier in Hamburg uns gut bekannt. Von 2012 bis 2020 waren Sie, Frau Rürup, Direktorin des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden. Schönen guten Abend. Seit 2008 gibt es in Hamburg wieder einen jüdischen Salon, ein gemeinnütziger Verein, der jüdische Kultur und Tradition fördern, darstellen und öffentlich machen will. Und mitgegründet hat ihn Barbara Guggenheim. Auch Sie heiße ich herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Guggenheim. Dankeschön. Und unser vierter Gast wohnt erst seit 2012 in Hamburg. Seine Familiengeschichte ist aber fest mit dieser Stadt verbunden und diese Geschichte erforscht er unermüdlich und macht sie öffentlich als Public Historian. Herzlich willkommen, a very warm welcome, Leo Orrin. Danke, guten Abend. Frau Senatorin Fegebank, fangen wir mit Ihnen doch an, denn Sie haben die Schirmerschaft übernommen für diese Themenwoche, die, so sagt es ja der Untertitel, Gegenwartsperspektiven auf jüdische Geschichte in Hamburg aufzeigen möchte. Hamburgerinnen und Hamburger, die werden lernen und staunen können, wie bedeutsam die jüdische Geschichte für dieses Land, für diese Stadt ist und auch weiter sein wird, schreiben Sie in Ihrem Grußwort. Wenn Sie also, Frau Fegebank, an jüdisches Leben in Hamburg denken, was kommt Ihnen dann zuerst in den Sinn? Oh, so vieles. Ich bin ganz dankbar, dass Sylvia Lörmann vorhin in ihrem Grußwort hingewiesen hat auf diese beeindruckende Geschichte von Frau Rappoport. Und das war tatsächlich 2015 eine meiner ersten Amtshandlungen bei der Promotionsfeier am UKE damals dabei zu sein. Und wenn ich jetzt darüber spreche, dann läuft es mir immer noch kalt den Rücken herunter, weil das für mich eine so wahnsinnig beeindruckende Lebensgeschichte ist, die natürlich auch sehr eng mit Hamburg, der wechselvollen Geschichte Hamburgs, auch der Wissenschaftseinrichtungsgeschichte Hamburgs in Verbindung steht. Und ich denke, es gibt viele, viele dieser Geschichten und ich bin dankbar, viele davon ja persönlich miterlebt zu haben in den letzten Jahren, sowohl aus der Wissenschaftsperspektive, aus der Gleichstellungsperspektive heraus, aber jetzt eben auch aktuell als zuständige Senatorin für das jüdische Leben. Und natürlich ist eine der ersten Assoziationen das, was sich im Grindelviertel die letzten Jahre wieder entwickelt hat. Und da haben wir ein jüdisches Leben, das sich rund um das Bildungshaus Carlebach, Josef Carlebach Bildungshaus, entsponnen hat, was, finde ich, auch ein ganz starkes, ein sehr kraftvolles und sichtbares Signal auch jüdischen Lebens ist. Dann natürlich das Institut der Geschichte der deutschen Juden, Frau Rürup ist jetzt hier. Ich bin dort Kuratoriumsvorsitzende. Ich habe im Kontext meiner beiden Israel-Reisen in den letzten Jahren viele Menschen, die sich um jüdisches Leben, um Erinnerungskultur, aber vor allem auch sehr nach vorne gerichtet, um Sichtbarkeit des Judentums verdient gemacht haben und sich dafür einsetzen kennengelernt, sodass das wirklich eine ganz große Vielfalt ist. Und dieses Jubiläumsjahr
das ist auf der einen Seite Fest und Feier und gleichzeitig lädt es natürlich auch zu Reflexion ein, denn es ist eine sehr wechselvolle Geschichte, auch eine Geschichte von Ausgrenzung, Berufsverboten, Pogromen und das nicht nur durch den Zivilisationsbruch Drittes Reich und Shoah, sondern auch schon weit davor. Und von daher ist es beeindruckend, was sich hier in den letzten Jahren entwickelt hat und was neu entstanden ist. Und das beeindruckt mich jeden Tag aufs Neue. Und selbstverständlich war es nicht, als 1953 die Autorin Grete Berges zurück nach Hamburg kam. 1936 war sie geflohen. Da schrieb sie im Hamburger Abendblatt: Ich kam zurück in die Stadt meines Ursprungs, zurück in eine Welt, die ich für immer verloren geglaubt hatte. Ob ich wieder in der Vaterstadt leben möchte, der Weg zurück ist mir unmöglich, trotz allem, was mich anspricht. Frau Rürup, das ist auf den Seiten auch des Hamburger Instituts für jüdische Geschichte nachzulesen. Trotzdem, obwohl es Frau Berges und vielen, vielen anderen unmöglich war, gründete sich schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine kleine jüdische Gemeinde in Hamburg. Wie kam es dazu? Das ist ein wirklich schönes Beispiel, mit dem Sie da einsteigen, weil gerade diese Frage, kann man überhaupt jüdisches Leben nach dem, was die Deutschen, also die nicht-jüdischen Deutschen, die Nazis den Juden angetan hatten, überhaupt jüdisches Leben wieder zum Leben erwecken nach 1945, war eine der großen Fragen, die die zurückkehrenden oder in Hamburg im Versteck überlebt habenden Juden beschäftigt hat. Und was auch diejenigen beschäftigt hat, die außerhalb Hamburgs lebten und sich eben mit der Frage rumschlugen, kehre ich zurück in meine frühere Heimat oder nicht? Also gehe ich dieses Wagnis ein oder nicht? Und diejenigen, die nun nach dem Krieg diese Gemeinde wiedergegründet haben, wirklich innerhalb weniger Monate nach der Befreiung, im Juli, glaube ich, fand die Unterzeichnung dieser ersten Willenserklärung statt. Das waren zum Teil ehemalige Hamburger Juden. Es waren welche, die im Versteck überlebt haben. Und was aber ganz wichtig ist, dieser frühe Kern dieser ersten jüdischen Gemeinschaft sozusagen, die sich nicht nur in Hamburg, sondern überhaupt auf deutschem Boden nach 1945 wieder gründete, waren sogenannte Displaced Persons, also nicht von der Herkunft her deutsche Juden, sondern Jüdinnen und Juden aus Osteuropa, die hier nach Kriegsende erstmal blieben und sich von hier aus dann entscheiden wollten, wo sie hingehen konnten. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr kleine Gemeinde, die aber ziemlich schnell anwächst. Und da ist Hamburg durchaus auch ein besonderer Standort, fand ich immer, wenn ich mir so die Quellen angeschaut habe, weil man hat dieses hanseatische Erbe, das relativ stark war und die Vernetzungen und persönlichen Verbindungen auch zwischen jüdischen und nichtjüdischen Hamburgern, die in dieser Nachkriegszeit ganz bedeutend werden bei der Gemeindegründung und dann auch später bei unserer Institutsgründung, die erst 1966 letztlich erfolgen sollte, aber der Weg dahin hat schon in den 50ern begonnen. Erst 1966 und doch war das erste Institut dieser Art, was in Deutschland gegründet wurde, damals 1966. Lia Orin, auch Ihre Großmutter Helga Baruch musste 1936 aus Hamburg flüchten. Auch sie kehrte bei der ersten Gelegenheit wieder zurück nach Hamburg, zumindest um dort die Hälfte des Jahres zu verbringen. Und das, obwohl ihr Vater, ihre zwei Geschwister im Holocaust ermordet wurden. Sie haben Ihre Großmutter noch gekannt. Wie hat sie in Israel von Hamburg erzählt? So your grandmother came back after the Second World War as soon as possible. What was the picture of Hamburg she painted when she was with you in Israel? She didn't. In Israel, it's very normal for this generation. She didn't say almost anything about those times, about her childhood, about what happened. But she used to disappear for half a year each time, half a year in Hamburg, half a year in Tel Aviv, almost most of her life, but she didn't tell us anything. Here in Hamburg, she told the story in schools and every place she could go. We didn't know a lot about the history. Until I came here, the family almost didn't know anything. Sie hat also in Israel gar nichts erzählt. Sie verschwand einfach für ein halbes Jahr, kehrte dann wieder zurück. In Hamburg dagegen hat sie in Schulen berichtet von der Zeit des Holocaust. Nur ihrer eigenen Familie gegenüber hat sie geschwiegen, was typisch sei, sagt er, für die Generation, die den Holocaust überlebte. Und erst sehr spät hat er dann die Geschichte erfahren. Darüber werden wir noch sprechen. Zunächst aber, Frau Guggenheim, Sie kamen 1993 hierher mit Ihrer Familie.
Wie sah denn damals das Hamburg aus? Wie viel kulturelles Leben, wie viel Klein-Jerusalem haben Sie 1993 vorgefunden? Also ich kam nicht mit meiner Familie. Meine Familie ist nach wie vor in der Schweiz, aber ich kam zu meinem Mann und später kamen Kinder dazu. Und ja, der Grindelhof war noch nicht so von jüdischem Leben geprägt, wie er das heute ist. Die Talmud-Tora-Schule war noch nicht an die jüdische Gemeinde zurückgegeben. Das Gemeindehaus war im kleinen Schäferkamp. Und das hat sich alles innerhalb dieser Zeit entwickelt, seit ich hier bin. Also, dass die jüdische Gemeinde wieder in der Talmud-Tora-Schule ihren Sitz hatte, dass die Kindergarten und Schule entstanden sind. Und eben 2007 haben wir den jüdischen Salon gegründet, der in einer ehemaligen Druckerei am Grindelhof entstanden ist. Also das, was wir heute alles sehen, das vielfältige Leben war 1993, immerhin ja auch fast 50 Jahre nach Kriegsende, so noch nicht zu spüren. Frau Rürup, was waren die Gründe dafür? Wollte die Stadt Hamburg nicht so richtig? Ich würde das jetzt nicht auf Hamburg reduzieren in dem Fall, also weil es dann so klänge, als wäre es anderswo in Anführungszeichen besser gewesen. Also eigentlich muss man feststellen, dass die ersten Jahrzehnte nach Kriegsende man sich vor der Aufarbeitung drückte. Ja? Man drückte sich davor, sich damit zu befassen, was man als deutsche Täter angerichtet hat. Und man drückte sich davor, auch sich einzugestehen, dass man möglicherweise was wieder zurückgeben muss, sei es kulturell zurückgeben muss oder wieder für sich entdecken muss oder auch ganz materiell und pekuniär sozusagen. Genauso drückte man sich davor, die Täter zu bestrafen und zu verfolgen. Also das ist ein sehr, sehr finsteres Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und das änderte sich maßgeblich, würde ich mal sagen, so in den 60er Jahren und dann in einem zweiten Schwung nochmal in den 80ern. In den 60ern sehen wir dann erste zum Beispiel Synagogenneubauten in so einem ganz nüchternen, modernen Stil, wie man es in der Hohen Weide kennt. Und in den 80ern sehen wir, also Synagogenneubauten ist ja ein wichtiger Punkt im Sinne von, wir bleiben hier. Wir sind hier nicht nur eine vorübergehende Gemeinschaft, sondern das Schlagwort sozusagen, was bekannt ist dafür, ist, wer ein Haus baut, will bleiben. Das hatte damals Max Brauer bei der Grundsteinlegung in der Hohen Weide gesagt, später Salomon Korn in Frankfurt beim jüdischen Gemeindehaus nochmal wiederholt. Das ist quasi diese Ansage, wir sind jetzt hier. Und in den 80ern gibt es dann endlich auch sozusagen den Schwung, dass man sich auch erinnert im Sinne von Gedenken. Und dass es ein breites zivilgesellschaftliches Bemühen darum gibt, Gedenken nach vorne zu bringen und gesellschaftlich präsent zu machen. Also zum Beispiel den Karleplatz zu entwickeln mit dem Bodenmahnmal und am 9. November an den Novemberpogrom zu erinnern. Und das passierte in allen Städten. Also das kann man wirklich bundesweit beobachten. Mitte der 80er Jahre, auf den 50. Jahrestag der Pogromnacht hin, gibt es da einen großen Aufschwung an Gedenken. Und es passiert häufig jüdisch und nicht jüdisch gemeinsam. 1988 wurde das Mahnmal von Margret Kahl dort auf dem Karlebachplatz auch verlegt, also am 60. Jahrestag der Pogromnacht. Lia Orrin, als Sie nach Hamburg kamen und erfuhren, das ist die Stadt Ihrer Großmutter, und durch diese Straßen gingen, da haben Sie mir erzählt, Sie haben es auch 2007 war es, glaube ich, oder 2000, zumindest in den 2000er Jahren, bedauert, dass so wenig von diesem alten jüdischen Leben dort noch zu spüren war. Wie ging es Ihnen, als Sie hier längst gehen? So when you came to Hamburg, you told me before that you were missing these old Jewish tradition, these old Jewish buildings and this old Jewish community. How did you feel when you were walking the streets of Hamburg with the knowledge about your family? So until now, I live in Eimsbüttel, and I know that the family lives here. My great-grandfather was born a few streets away from me. And until now, when I walk the streets, I try to imagine their childhood here. I have some pictures even that I found from streets around here, around the university.
there were much more structures and much more organization. I think the Maccabi, maybe he will help me here, but the Maccabi Institute for Sport that the family were members of. And I wish to see these places more. Those are missing. You can sometimes see, there is, I think, in Grindel, a house with a round circle that used to have a Magen David in. And I can recognize those places. I can recognize the structure. And those are just holes in the city. I just wish that one day it will flourish again. Er hat noch viele alte Fotos, die man auf seinem Blog übrigens auch teilweise sehen kann, wie das Hamburg damals ausgesehen hat. Und wenn er jetzt durch die Straßen geht, dann sagt er schon, es fehlt ihm vieles. Er vermisst zum Beispiel die Sportvereine, er vermisst bestimmte Häuser. Dort ist nur eine große Lücke. Frau Fegebank, die Stadt Hamburg hat seit 1993, seit Frau Guggenheim da ist, seit 1988 in den letzten Jahren viel gemacht. Wo würden Sie sagen, steht die Freie und Hansestadt gerade, wenn es um die Aufarbeitung der jüdischen Geschichte geht? Wir haben in der Tat viel gemacht und das hängt mit den Aktivitäten teilweise der Akteure, die hier heute mit im Gespräch sind, zusammen, aber auch vieler, vieler anderer, die die großen Chancen darin sehen, jüdisches Leben wieder nach vorn zu bringen und zu stärken und vor allem auch sichtbar zu machen. Und ich habe ganz unmittelbar erlebt und auch gespürt, welche Dynamik entsteht, wenn verschiedene Kräfte an einem Strang ziehen. Ich habe eben schon kurz stichwortartig die Entwicklung am Grindel mit Blick auf das Bildungshaus genannt. Das ist ja nicht das Werk eines Einzelnen oder nur einer Gemeinde, sondern da braucht es ganz, ganz viele, die sagen, das ist ein Weg, den wir zusammen gehen wollen. Und ich erlebe gerade die aktuelle Debatte auch rund um das Thema Wiederaufbau Bornplatz-Synagoge eigentlich als eine sehr fruchtbare, weil die gesamte Stadtgesellschaft, wo auch immer man sich verortet und positioniert, sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Was heißt das eigentlich, wenn man Gebäude wiedererrichtet? In welchen Kontext, in welche Beziehung will man das setzen? Und das gehört für mich aber für ein ganz starkes Signal auch von Sichtbarkeit jüdischen Lebens dazu, nicht nur diese Diskussion zu führen, sondern auch politisch bestimmte Entwicklungen, bestimmte Wünsche, bestimmte Forderungen auch zu begleiten, um darüber auch eine Veränderung zu erzeugen in der Haltung und auch in der Wahrnehmung jüdischen Lebens, das ja auch sehr bunt und sehr vielfältig ist schon heute. Und da passen natürlich solche Beobachtungen wie von Herrn Orin auch mit hinein, dass bestimmte Dinge noch nicht wieder da sind. Man weiß nicht, kommen die so wieder oder kommen sie anders wieder? Aber wichtig ist, dass all diese Anstrengungen gesehen werden und dass sie auch unterstützt werden, auch politisch flankiert werden. Das, finde ich, gehört ganz essentiell dazu, wenn wir darüber sprechen, wo wir stehen und welche Schritte noch vor uns liegen. Das sind noch einige, die vor uns liegen. Und da dürfen wir, auf welcher Ebene auch immer wir aktiv sind, auch nicht nachlassen in unseren Anstrengungen. Aber es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass das auch Teil unseres Diskurses ist. Sie haben die Bornplatz-Synagoge angesprochen. Die meisten von Ihnen werden es wissen. 1906 wurde sie errichtet, war damals die größte Synagoge Nordeuropas, von Sammy Engel und Ernst Friedhelm gebaut. 1938 angezündet, geschändet und dann ein Jahr später auf Kosten der jüdischen Gemeinde, auf eigene Kosten, wurde das Haus abgerissen. Es soll nun wieder aufgebaut werden mit der historischen Fassade. 65 Millionen Euro hat der Bund dafür zugesagt, um jüdisches Leben wieder sichtbar zu machen. Frau Guggenheim, wenn Sie sich das vorstellen, die große Synagoge wird auf dem Bornplatz wieder entstehen, wie sehr freuen Sie sich darüber? Also ich hatte mich kürzlich schon dazu geäußert und ich sage es nochmal so, wie ich mich kürzlich geäußert habe. Ich wohne im Grindelviertel und ich bin hier sehr oft zu Fuß unterwegs und passiere den Ort, den Josef-Karlebach-Platz, wie er heute heißt, und bin jedes Mal sehr berührt, wenn ich darüber gehe, auch und dieses Bodenmosaik sehe und mir vorstelle, wie diese Synagoge vielleicht ausgesehen hat. Und ich denke, da ich kein religiöser Mensch bin,
könnte dieser Platz auch so bleiben? Ich finde, er ist sehr eindrucksvoll, stellt er eine vergangene Geschichte der jüdischen Gemeinde in Hamburg und ihrer Synagoge dar. Ich denke, es gibt einen großen Willen zu bauen. Also wird vielleicht mein Wunsch nicht unbedingt so stehen bleiben. Aber wenn gebaut wird, dann würde ich mir sehr wünschen, dass neuzeitlich gebaut wird, dass es keine Rekonstruktion gibt, sondern einen in der Zeit, in die Zeit passenden Neubau gebaut für eine Generation, die jetzt und später in Deutschland leben wird. Die Debatte darüber läuft. Sie werden es auch mitbekommen. Es wird sehr heftig darüber diskutiert. Daran entzündet sich ja, Frau Rürup, eine grundsätzliche Frage. Wie wollen wir erinnern? Sie sitzen jetzt in Potsdam. Auch dort wird gerade die Garnisonskirche wieder so aufgebaut, wie sie einmal gewesen ist oder wie man sich vorstellt, dass sie gewesen ist. Die Frauenkirche wurde aufgebaut. Nun die Synagoge. Ist das für Sie die richtige Art zu erinnern oder was wäre Ihre Art? Tatsächlich Barbara Guggenheim sehr anschließen. Ich finde dieses architektonische Träumen von der guten alten Zeit macht mir Sorgen. Das erfüllt mich einfach mit Unbehagen, weil es kommt dem Bemühen gleich oder der Hoffnung gleich, dass man durch ein vermeintlich schönes Gebäude was wiederherstellen kann, was aber unwiederbringlich verloren ist. Und es ist nicht einfach verloren, sondern es wurde aus dem Herzen der Stadt zerstört von denjenigen, die in der Stadt lebten. Und wenn wir, Barbara hat gerade von der zukunftsgerichteten Architektur gesprochen, dazu gehört ja auch, dass wir auch an die zukünftigen Generationen denken müssen, denen wir auch weiterhin, finde ich, vor Augen führen müssen, wie schmerzlich diese Zerstörung war. Und deswegen muss diese Lücke in irgendeiner Art und Weise dokumentiert werden. Und ich fand das sehr interessant, wenn wir uns anschauen in Dresden mit dem Wiederaufbau der Frauenkirche. Wenn man nicht wüsste, dass sie wieder aufgebaut ist, würde man es nicht merken. Und genau davor hätte ich Sorge. Und die jüdische Gemeinde in Dresden hat sich im Anschluss an diese Wiederaufbaudiskussion um die Frauenkirche ja bewusst dagegen entschieden, wieder aufzubauen, sondern dafür entschieden, einen Wettbewerb auszuschreiben und einen modernen Bau dorthin zu setzen. Und ich denke, wir sind jetzt tatsächlich an einem Punkt, der ist dann für mich nicht nur als eine Diskussionsbeteiligte interessant, sondern auch als Historikerin. Also ich sage immer wieder in der Diskussion, ich wäre eigentlich jetzt gerne in 20 Jahren und würde zurückblicken auf das, was wir gerade betreiben. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir hier uns an einer auch erinnerungskulturellen Wende vielleicht befinden. Ja, also 88 wurde das Mahnmal so eingeweiht. Jetzt ist die jüdische Gemeinde eine andere. Vor allen Dingen ist sie nicht mehr eine Gemeinde, sondern es ist eine Gemeinschaft, die sehr vielseitig ist und sich im besten Sinne produktiv streitet, manchmal auch nicht so produktiv, aber die sich eben tatsächlich genauso wie die nicht-jüdische Gesellschaft darüber klar werden muss, wie wollen wir erinnern und ist das noch der richtige Moment oder gibt es jetzt vielleicht Nachjustierungen, die anstehen müssen. Insofern denke ich auch, dass wir jetzt mitten in einer Debatte sind, ist sehr erfreulich, aber sie ist noch lange nicht vorbei und wir sollten uns wirklich damit befassen und das richtet sich vielleicht sogar gleichermaßen an die jüdische Gemeinschaft wie auch an die nicht-jüdische, was uns eigentlich darin motiviert, diesen alten Bau wieder haben zu wollen, diese gute alte Zeit. Was ist dieses Momentum, was die Lücke nicht zulässt? Denn die Lücke ist schmerzlich, aber meines Erachtens müssen wir sie behalten. Gleichzeitig wäre ein Argument möglicherweise die Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Hamburg, über die wir heute ja auch sprechen wollen, ein selbstbewusstes Zeichen, eine große Synagoge mitten in der Stadt zu haben. Leah Oren, Aber wieso muss man dafür ein Mahnmal? Genau. Aber wieso muss man das Mahnmal deswegen überbauen? Man kann ja auch drumherum bauen oder sonst wie. Also das müssten wir diskutieren. Mhm. Ansonsten d'accord. Frau Fegebank, Sie wollten dazu auch etwas sagen. Nee, ich wollte jetzt gar nicht Herrn Oren ins Wort fallen. Bitte er zuerst und dann lasse ich mich gern auch noch mal ein.
Herr Oren, wir sprechen über die Synagoge und Sie haben vorhin gesagt, Sie sehen noch so viele Lücken. Wie wichtig wäre Ihnen ein Zeichen deutlicher Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Hamburg? So we were talking, you understood that about the synagogue and about the holes which are still there in the city, which you are noticing. How important is for you a very visible, strong sign of Jewish life? So this, the whole discussion about the synagogue is in place, but for me, from a secular family, most of the people here, Jewish life is not only a synagogue. In Grindel, there was the Jewish theater. My family, the sister of my grandmother, worked in the Jewish theater in Grindel. Look at Berlin, you have Jewish restaurants and bars and cafes, and it's much more than a synagogue that I would wish to see in this city. This is the whole, the culture, the being a part of the city that I'm missing. A synagogue is just one example. If you talk about the Bonplatz, for me, this place is a whole that will never be, it will never return. This is a community that is no longer here. And that will ever be. The community of my grandmother will no longer be here. And I think it's very symbolic, but if we're talking about rebuilding things, synagogue is one of the things. But in my head, it's not the first. There are many, many other holes to fill here, culture-wise. Also die Synagoge ist für ihn nicht das Erste. Es gibt viele Lücken, die gefüllt werden müssen. Viel wichtiger aber, sagt Leo Oren, ist ihm die jüdische Kultur, die Restaurants, vielleicht ein jüdisches Theater, das jüdische Leben, was in seiner Vielfalt wieder sichtbar wird. Und da, Frau Fegebank, gibt es in Hamburg ja einiges. Es gibt einige Erinnerungsorte. Es wird immer viel über die Synagoge gesprochen. Aber es gibt ja viele Zeichen jüdischen Lebens und jüdischer Kultur. Ja, absolut. Deshalb teile ich das, was gerade gesagt wurde. Also das eine tun und das andere nicht lassen. Und ich denke ja auch, dass wir mitten im Prozess sind, jüdisches Leben noch sichtbarer und noch stärker und noch selbstbewusster auch wachsen und blühen zu lassen in dieser Stadt. Und da gehört natürlich die Kultur dazu, da gehören Cafés und Restaurants dazu. Aber ich würde gerne noch mal eine Sekunde bei der Wiederaufbaudebatte bleiben, weil ich darin alles andere sehe als eine Schlussstrichdebatte, wie ich es jetzt häufiger vernommen habe. Ich sehe tatsächlich in dem Neubau oder Wiederaufbau, dass dort das Symbol der Vernichtungspolitik, dass das wieder zu neuem Leben erwächst und erwacht und dass eben diese Politik nicht obsiegt hat. Das ist doch ein ganz, ganz wichtiges Signal und ein ganz klares Zeichen auch an die gesamte Gesellschaft, auch die nicht-jüdische Gesellschaft. Und die Diskussion, die jetzt ja seit einigen Monaten am Laufen ist, die ist ja getragen von sehr viel Zuspruch auch bezüglich des Wunsches aus der jüdischen Gemeinde heraus mit einem einstimmigen Beschluss der hamburgischen Bürgerschaft, mit der unterstützenden Begleitung des Senates, was jetzt die aktuelle Machbarkeitsstudie angeht, mit vielen gesellschaftlichen Akteuren aus Hamburg, Deutschland, aber auch weltweit, die das mit großem Interesse verfolgen und da tatsächlich ein starkes Signal auch sehen. Also ich denke nicht, dass da ein Schlussstrich gezogen wird. Ich sage auch nicht, dass damit dann das Erinnern an dem Ort endet, sondern man muss sich doch mal angucken, an welchem Punkt wir gerade stehen. Es geht also nicht mehr um die Frage des Obs, sondern es geht um die Frage des Wies. Und in diese Frage muss man doch genau diese Fragestellung des Platzes und des Bodenmosaiks mit hineinbeziehen. Man muss jetzt im Zuge der Machbarkeitsstudie, die Ende Sommer vorliegen wird, natürlich die Frage der architektonischen Gestaltung, der Konzeption, der inhaltlichen Bespielung mit einbeziehen. Und ich erlebe da eine große Offenheit, um tatsächlich ein Haus zu haben, nicht nur ein Gebetshaus, sondern ein Haus, das die verschiedenen Strömungen auch Gäste einlädt, um damit auch ein Anker zu sein für das kraftvolle Leben in dieser Stadt. Deshalb gefällt mir manchmal dieser Zungenschlag in der Debatte nicht, ich bin pro oder contra Wiederaufbau, denn die Frage, wie wiederaufgebaut wird, die ist ja noch überhaupt nicht beantwortet. Was ich sagen kann, ist, dass es einen großen gesellschaftlichen Rückhalt gibt, dass es politisch stark flankiert ist, auch aus Berlin, vom Bundestag heraus, von Mitgliedern der Bundesregierung heraus. Und ich das eigentlich als sehr
eindrücklich finde, diese Debatte auch mit der Frage eines Wiederaufbaus zu bereichern, wenn es um jüdisches Leben, Sichtbarkeit, aber auch eine Zukunftsorientierung geht. Ich gucke da nicht zurück, ich gucke nach vorn. Also eine starke Unterstützung aus der Politik und aus der Stadtgesellschaft, sagen Sie. Die hätten Sie sich, Frau Rürup, für ein anderes Zeichen jüdischer Geschichte in Hamburg auch gewünscht. Die Rede ist von der Tempelruine in der Pohlstraße, der ersten Reformsynagoge überhaupt, die dort steht. Sie sind Vorsitzende des Vereins Tempelforum e.V., setzen sich dafür ein, dass diese Reste, ja man kann sagen, vor dem Verfall gerettet werden sollen. Warum ist da so lange nichts passiert? Vielleicht steige ich erstmal mit dem ein, dass jetzt ja tatsächlich was passiert ist. Also insofern können wir jetzt uns sehr freuen darüber, dass die Stadt sich entschieden hat, das Gelände zu erwerben und damit den ersten Schritt gemacht hat, dass jetzt entwickelt werden kann und man jetzt quasi wirklich in eine breite Diskussion darüber eintreten kann, wie ist dieses große Signal, was man senden möchte für jüdisches Leben, beispielsweise auch hier auszugestalten. Wir hatten da aus so einem Initiativkreis heraus und ich persönlich dann auch mal ein Konzept schon geschrieben, ein erstes, was ein Diskussionsvorschlag quasi sein könnte. Und da wird genau das aufgegriffen, zu sagen, die wir hier jetzt sitzen, sind ja Vertreter, Vertreterin der liberalen, wenn nicht gar ganz säkularen Jüdinnen und Juden und der eher über die Geschichtsgemeinschaft vielleicht und kulturell geprägte jüdische Identität mit sich bringen. Ja? Und dafür steht quasi diese Tempelruine in der Pohlstraße. Und sie steht dafür, vielleicht für die sie noch nicht kennen, sie ist sozusagen erstens das einzige noch existierende bauliche Relikt jüdischer Geschichte in der Innenstadt in Hamburg, wo alles jüdische Leben stattgefunden hat, bevor es im Grindel Ende des 19. Jahrhunderts dort rübergewandert ist, gewissermaßen. Sie ist sehr eindrucksvoll und sie ist ein Zeichen für liberales Judentum, was im 19. Jahrhundert im Zuge der bürgerlichen Gesellschaft, der Aufklärung, der sozialen Reformen und so weiter entstanden ist. Das heißt, das ist sozusagen ein Hamburger Erbe, auf das man nicht stolz genug sein kann und das man umarmen muss, meines Erachtens. Und das müsste man möglichst tun, indem man das auch im Stadtviertel mit einbindet, also auch in dieser Umgebung, in der unmittelbare von Gängeviertel, von Künstlern, Anwohnern, Bibliothek und so weiter. Denn was dort war, ist eigentlich dieses Klein-Jerusalem der Zeit, bevor es das Grindel-Klein-Jerusalem gab. Ja, auf jedem Schritt und Tritt eine Buchhandlung, ein Salon, eine Schule, ein Bethaus etc. Und eben diese Ruine. Und ich habe das mal irgendwo als kulturelle Wiedergutmachung bezeichnet. Das ist vielleicht noch so ein bisschen gewagt, das so zu bezeichnen, aber wenn wir uns anschauen, als die liberale Gemeinde in den 30ern dieses Gebäude verkaufen musste, weil sie in Finanznöte kam durch die nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen und sie hatte das Neubaugebäude am NDR, wo sie jetzt gerade sitzen, das hatte sie schon als religiösen Bau. Sie musste die Pohlstraße also aus finanziellen Gründen loswerden, weit unter Wert. Da gab es in allen Hamburger Zeitungen kleine Artikelchen, in denen es hieß, jetzt endlich ist diese Gemeinde weg und wir können hoffen, dass die Schriftzeichen zu vermieten und zu verkaufen bald an allen Orten jüdischen Lebens stehen werden. Und das ist quasi das, was die Überschrift unseres Podiums heute ist, ne? Die unsichtbaren Spuren jüdischen Lebens, die wieder hervorzuholen. Und da würde ich eben mir wünschen, dass wir nicht nur auf einen, sondern auf die vielen Orte in Hamburg schauen. Und da ist viel gemacht worden. Und jetzt rede ich schon viel zu lange. Man sollte vielleicht zuletzt noch erwähnen, im Friedhof Ilandkoppel, dem jüdischen Friedhof, hat die Stadt Hamburg auch gerade noch mal zugesagt, viel Geld in die Hand zu nehmen, um da notwendige Sanierungen zu machen. Also die jüdischen Friedhofe sind auch Teil unseres jüdischen Lebens in der Hansestadt. Und auch da geschieht viel, endlich. Frau Guggenheim, Frau Rürup hat das Künstlerleben bereits auch jetzt angesprochen als etwas, was dadurch auch wieder aufblühen könnte, dass das jüdische Erbe stärker in den Blick gerät. Sie haben mit dem Salon ja bewusst versucht, dieses jüdische Leben zu stärken, auch den Austausch zu stärken, ins Gespräch zu kommen. Wie offen haben Sie die Stadtgesellschaft in Hamburg dabei kennengelernt? Also sehr offen. Und ich wollte nämlich auch noch
sehr anfügen heute, dass ich eine große Verfechterin bin der Begegnung. Und zwar der Begegnung an Orten, wo Leute gerne hinkommen, ohne Angst zu haben, Fehler zu machen. Und ich glaube, das ist uns im Salon sehr gut gelungen. Es kommen Leute rein, die sich interessieren für unser Programm, die vielleicht nicht so sehr viel über Judentum grundsätzlich wissen, aber interessiert sind an einem Autor oder an einem Künstler oder an einer anderen Veranstaltung, die es bei uns gibt, und die dort auf eine sehr offene und tolerante Atmosphäre treffen. Und das ist eine Erfahrung, die wir nun schon über 10 Jahre machen, die uns auch sehr beflügelt, das weiterzumachen. Und ich denke, das sind auch solche Orte, muss es mehr geben in Hamburg. Das ist vielleicht auch eine Sichtbarmachung jüdischen Lebens, die auch nicht nur dann von Juden eben wahrgenommen wird, sondern wo sich das Publikum auch mischt. Und ich denke immer wieder darüber nach, dass es wahrscheinlich ganz viele Leute gibt, die noch nie im Leben einen Juden gesehen haben oder mit ihm gesprochen haben. Und das sind diese Berührungen, die braucht es. Und die braucht es noch viel mehr wie große Gebäude, zum Beispiel Synagogen, denke ich. Herr Oren, Sie haben gerade zustimmend genickt, als Frau Guggenheim sagte, sie glaubt, die meisten Menschen haben noch gar keinen Juden in Hamburg gesehen, bewusst. Das heißt, Sie teilen das. Was kann man ändern? Möchten Sie das ändern? So you were nodding when Barbara Guggenheim said, well, most people think they've never seen a Jew. Would you want to change that? Or are you sometimes quite content that no one sees that you are Jewish in Hamburg? So, okay, there are two parts for this answer. But first, I nodded my head because I know the feeling. I'm talking to school kids in Hamburg many times about the history, and I come to the school and talk to them. And many times, it's the first time that these kids saw a Jewish person. And you can see reactions, which the reaction is, this is a normal human being. And it's just because they never met a Jewish person before. They only learned about the people that were here before. They learned about the Holocaust. They imagine maybe horrible things that they see on television from today about Israel. But it's quite amazing just to have these kids, the feeling that these are normal human beings. And it's a bit ridiculous, but I know the feeling to get this look for them. Look, for me, I'm first Israeli, then Jewish. It goes before me, the Israeli. I will never be afraid to be Jewish. I cannot hide it, okay? First talk that I talk with someone here, where are you from? Israel. They know I'm Jewish, so it's not something I can hide. So I walk in the street, and I'm proud of who I am. I think Hamburg is a safe place for Jewish people. And no, I don't think that people are hiding it here, or I wouldn't. Also er kennt dieses Gefühl, was Frau Guggenheim beschrieb, wenn er zum Beispiel in Schulen erzählt, es gibt dieses wunderbare Programm Rent a Jew, wo in Schulklassen er erzählt von seinem jüdischen Leben. Und dort gibt es dann Kinder, die ihn ganz erstaunt angucken, weil sie zum ersten Mal bewusst sehen, oh, da sitzt mir ein Jude gegenüber. Und das ist ein ganz spannendes Gefühl, beschreibt er. Und gleichzeitig sagt er, er ist in erster Linie Israeli, in zweiter Linie Jude, aber er wird es nicht verstecken und er fühlt sich in Hamburg auch sicher und sieht keinen Grund, es zu verstecken. Wir müssen, Frau Rürup, einmal kurz noch zur Synagoge zurückkommen, denn uns hat eine Frage aus dem Publikum erreicht. Und zwar lautet diese, wer ist denn der legitime Entscheidungsträger für diese Frage, ob gebaut werden soll? Ist das nicht allein die jüdische Gemeinde oder hat die deutsche Öffentlichkeit überhaupt die Legitimität, aus ihrer Sicht auch über das Gedenken mitzuentscheiden?
Das ist eine wirklich häufig gestellte Frage. Und ich würde sagen, also letztlich der Bauherr ist die jüdische Gemeinde. Bis dahin allerdings ist es eine öffentliche Debatte insofern, als es gibt diese Diskussion, die in der Bürgerschaft schließlich einstimmig dann entschieden wurde, also einstimmig aller demokratischen Fraktionen, die dafür waren, diesen historischen Wiederaufbau zu befördern, beziehungsweise im Beschluss ist es ja erstmal ein Synagogenneubau zu ermöglichen. Wie das dann gestaltet wird, ist letztlich natürlich ein Auftrag, den der Bauherr machen muss. Bis dahin allerdings ist dieser Ort ein öffentlicher Ort und es ist ein Ort der jüdischen und der nichtjüdischen Gesellschaft und Gemeinschaft, die das gemeinsam aushandeln muss. Und es ist ein Ort, der nicht nur den Juden und Jüdinnen innerhalb der Gemeinde etwas bedeutet, sondern auch denen außerhalb der Gemeinde. Und das nicht nur in Hamburg. Ich weiß nicht, ob wir drei, die wir hier sitzen, überhaupt alle Mitglieder sind und trotzdem beanspruchen, mitzureden, wie quasi mit unserer Geschichte in gewisser Weise da auch umgegangen wird. Sondern es ist ja auch, gerade wenn wir immer wieder davon sprechen, dass wir nach vorne schauen wollen, muss man alle mitnehmen auf so einem Prozess. Und zu diesem alle mitnehmen gehört eine offene, breite Diskussion. Und diese breite Diskussion sollte möglich sein. Was an diesem Ende dann der Diskussion stehen wird und wie es umgesetzt wird, ist dann letztlich natürlich die Aufgabe des Bauherrn. Bis dahin ist es aber eine gemeinsame Debatte, die man gemeinsam führen sollte. Wenn ich da kurz dazwischen darf, es dauert ja auch immer, es hat auch viele Jahre gedauert, bis klar war, wie man das Holocaust-Mahnmal in Berlin gestaltet. Da waren viele Entwürfe unterwegs und viele Diskussionen wurden geführt. Und ich denke, man muss sich auch die Zeit lassen, so ein großes und ein wirklich großes Projekt, das vieles berührt, zu besprechen. Gerade in der Vielstimmigkeit, da kann man kann nur gewinnen von dieser Vielstimmigkeit, würde ich sagen. Ne? Weil wenn man nicht sich in eine Nische begeben möchte, dann sollte man diese Vielstimmigkeit zu Wort kommen lassen. Die Debatte wird also weitergehen und sie wird vielstimmig weitergehen. Frau Fegebank, wir haben aber kurz zuvor über die nicht sichtbaren Spuren gesprochen in Hamburg. Frau Guggenheim und auch Herr Oren haben es angedeutet, mögliche Kulturplätze, Austausch, Gespräche. Was kann eine Stadt tun, um das zu fördern? Was für Pläne gibt es da in der Stadt Hamburg? Oder sind Sie dafür nicht zuständig? Wir sind gemeinsam dafür zuständig im Senat. Wenn es jetzt ganz explizit um Kulturorte geht, dann ist sicherlich mein Kollege Carsten Broster da der erste Ansprechpartner und wird das sicherlich auch ganz engagiert aufgreifen und auch weiter mit begleiten. Auch dafür ist wichtig, dass es den Austausch gibt und dass ein Impuls kommt von denjenigen, die sagen, hier war dieses Leben und hier soll es wieder hinkommen. Also auch darauf gestoßen werden, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Miriam Hürup sprach gerade von den Friedhöfen und den Maßnahmen, die wir da jetzt aktuell ergreifen, aber auch die ganze Diskussion um den Tempel oder die Tempelruine in der Pohlstraße. Ich weiß gar nicht, Miriam, wir haben schon vor 4, 5, 6 Jahren eigentlich, als wir uns kennenlernten, auch das erste Mal darüber gesprochen. Ich habe ganz interessiert zugehört, war neugierig, weil das für mich neu war. Ich kannte diese Facette nicht und dann hat es die Zeit in Anspruch genommen, bis dann Erkenntnis gereift ist, die Entscheidung dafür reif war, dass wir auch als Senat gesagt haben, wir kaufen das zurück und werden da jetzt einen Prozess initiieren. Da ist dann meine Kollegin Dorothee Stapelfeld, der Finanzsenator, dabei. Es ist also wirklich eine Aufgabenvielfalt, die sich auf die verschiedenen Schultern verteilt im Senat, je nach Zuständigkeit. Da sind die in diesem Prozess jetzt drin, was dort eigentlich passieren kann und welche Nutzung und welches Erleben da vorgesehen ist in Zukunft. Und mich macht das ganz froh, dass es also diese verschiedenen Andockpunkte gibt und damit auch gleich verschiedene Verantwortlichkeiten adressiert sind und dass das nicht irgendwo an einer Stelle liegt und entweder man kümmert sich oder man lässt es bleiben.
wir gucken alle sehr aufmerksam, wo und an welcher Stelle auch Wünsche, Bedürfnisse, Bedarfe angemeldet werden und versuchen das dann auch gemeinsam auf den Weg zu bringen. Wenn Sie sagen, Frau Rürup, eine Frage an Oren und dann kommen wir darauf zu, Herr Oren. Wenn Frau Fegebank sagt, wir sind alle dafür verantwortlich, ist diese Förderung etwas, was Sie von der Politik in Hamburg erwarten, auch eben mit Blick auf die besondere Vergangenheit in Deutschland? Oder würden Sie sagen, nein, auch wir als Jüdinnen und Juden, wir alle sind dafür verantwortlich? So when we talk about responsibility, would you say, yes, it is the responsibility of the Hamburg Senate, considering the history of Germany and of Hamburg, to support it? Or would you say it's a responsibility of the Jewish communities, of the Hamburg communities, like of everyone? First, a correction for earlier. I'm not a part of Rent a Jew, which is a great project. I'm talking to the kids as a part of Galerie Morgenland and other great project, which is the Geschichtomat, which is a really interesting and good project here in Hamburg. I think it's a responsibility of everyone, including the Jewish community. It's our responsibility, and this is why we are active. All the people in this conversation are active on the matter, and it's also the responsibility of the Senate. Sadly, a few weeks ago, I think, or days, in the court of Hamburg, this responsibility was neglected when a person who attacked a Jewish person, with intention to attack a Jewish person, we changed the numbers to make it look like it's not an anti-Semitic event. So I think it's a responsibility of everybody, even the justice system, the Senate, but also the Jewish community. There was a few years ago a demonstration against racism here in Hamburg, and I was amazed to see the teachers' union, for example. There are stuff that I'm not used to seeing such demonstrations, and I was missing the Jewish community, actually, to come as the Jewish community against racism. And so I think it's really the responsibilities of all sides, including the Senate, the justice system, but it's also on us. Also es ist die Verantwortung von allen, natürlich auch vom Senat. Und da sagt er, hat er vermisst diese Unterstützung, als im Oktober 2020 ein Angriff auf einen jüdischen Studenten vor der Synagoge mit einem Klappspaten durchgeführt wurde. Da sagt er, da wurde dann etwas geändert und es wurde eben nicht als antisemitischer Angriff eingestuft. Und gleichzeitig vermisst er aber auch die jüdische Unterstützung bei Demonstrationen gegen Rassismus beispielsweise. Also beide Seiten müssen aufeinander zugehen. Und das passt vielleicht ganz gut, Frau Rürup, zu einer zweiten Frage, die uns erreicht hat. Sie sagt, wir sprechen viel über jüdisches Leben in Hamburg, aber er oder sie kann nicht so viel jüdisches Leben wahrnehmen. Vielleicht ist auch durch Rückzug geprägt. Was braucht es von beiden Seiten, damit mehr Begegnungen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen BewohnerInnen Hamburgs möglich werden? Haben Sie darauf eine Antwort? Wir alle unendlich viel Zeit hätten und Ressourcen finanzieller und sonstiger Art, dann könnten wir etwas machen, was Katharina Fegebank vor anderthalb Jahren, glaube ich, gemacht hat, in der Karolinenstraße, in der Turnhalle, in der ehemaligen Töchterschule. Flora Neumann, danke. Wie hieß das denn noch? So eine Art Running Dinner, wo wir verschiedene Tische hatten, wo zum Beispiel Barbara Guggenheim saß, wo verschiedenste Initiativvertreter saßen. Nee, du meinst unseren Kochbuchabend. Kochbuchabend. Das war der Aufhänger, Ja. Und dann haben wir aber immer an wechselnden Tischen mit verschiedenen Menschen die Gespräche geführt. Also das war sozusagen eine Kombination aus Meet a Jew, und was gibt es an Vielfalt in dieser Stadt? Also es waren die Gemeinden vertreten, alle. Es war vertreten das jüdische Kochbuch, Rent a Jew war vertreten und so weiter. Also solche Begegnungen schaffen. Also ich würde da vielleicht gerne kurz anfügen, es gibt Ideen in der Stadt, jüdische Kulturtage einzurichten im nächsten Jahr. Und es gibt auch dieses Jahr von der jüdischen Gemeinde organisiert, wird es geben, jüdische Filmtage. Ende Mai werden die sein. Und das sind alles Bemühungen, die ich
ganz toll und sehr sinnvoll finde. Weil gerade auch, wenn man gerne Filme guckt und gerne gute Filme guckt, dann ist es einfach, in ein Festival oder einem Festival zu folgen und sich dort Filme auszusuchen, die sind entweder mit jüdischem Inhalt oder aus Israel, das spielt alles nicht so eine Rolle, Hauptsache der Film ist gut. Und das finde ich, sehr gute und sinnvolle Bemühungen. Das sind sicher sehr lobenswerte und schöne Bemühungen. Gleichwohl gibt es in München bereits seit 30 Jahren jüdische Kulturtage. Es gibt in Rostock, in Halle, selbst zwischen Harz und Heide gibt es die jüdischen Kulturtage. Warum eigentlich noch nicht in Hamburg, Frau Fegebank, Frau Rürup? Tja, eine gute Frage. Ich lasse Miriam Rürup einmal den Vortritt. Und ich hätte jetzt an Barbara Guggenheim weitergegeben, ja, also vielleicht weil der jüdische Salon ein so gutes Programm macht, dass bislang nicht auffiel, dass das fehlt. Doch, natürlich fehlt das. Das fehlt auch im Vergleich zu Berlin, wo es natürlich alles in Hülle und Fülle gibt, solches. Aber wir wollen jetzt nach vorne gucken. Wir wollen ja nicht immer zurückgucken. Warum gab es es nicht, sondern es wird es geben, ist die Antwort eigentlich. Das finde ich einen absolut richtigen Impuls und auch die richtige Haltung, mit der man an so etwas herangehen muss. Und auch sowas kann natürlich nicht verordnet werden. Wir setzen uns ja nicht hin als Senat und gucken, wo fehlt eigentlich noch etwas. Das sind doch die klassischen Impulse, die aus der Gesellschaft heraus, aus der den Gemeinden herauskommen müssen, dass man merkt, es ist noch nicht so, wie man sich das vielleicht wünscht, wie man es aus anderen Städten kennt, aus anderen Ländern kennt und entwickelt da mal was und kommt dann und stellt das vor. Das ist ja so der Prozess. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, ihr müsst jetzt ein jüdisches Filmfestival bitte organisieren. Wer findet sich dort als Ausrichter? Gleich gibt es eine ganze Menge, zum Beispiel eine Frage, die uns erreicht hat, die Stolpersteine. Darauf zielt die Frage ab, ob diese nicht auch schon Spuren jüdischen Lebens sind, die in Hamburg verbreitet sind, mehrere tausend. Lia Oren, als Sie in Hamburg waren, haben Sie Stolpersteine für Ihre Familienmitglieder gefunden. Wie haben Sie das wahrgenommen, als Sie dann vor dem Haus Ihrer Eltern, Ihrer Großeltern in der Wrangelstraße standen? So when you saw the stumble stones with the names of your family, did you consider them as, well, some signs of Jewish heritage, of Jewish history in Hamburg? When you walk in Grindel, you see that. And so when I first see these stones, we are not aware even about, the family was not aware about these stones. A great friend named Rudiger Pohlmann placed them and or found the placement of them. And you see the stones and you think that you're familiar. Sorry, now it's half German. That your family was living there. And but it's still, it's the past, it's a memorial. It doesn't show a Jewish life. It shows a Jewish life that were taken. There is no symbol in that for Jewish life, for me. There's a symbol of an event that happened. Also für ihn ist es ein sehr bewegendes Zeichen, aber es ist eben kein Zeichen für jüdisches Leben. Es ist ein Zeichen für den Tod. Es ist ein Mahnmal an das jüdische Leben, was es gegeben hat. So, Frau Rürup, Sie haben sich aber bereits bei den jüdischen Kulturtagen gemeldet. Jetzt möchte ich Sie doch noch zu Wort kommen lassen. Um die jüdischen Kulturtage, sondern um die Flora-Neumann-Straße oder die verschiedenen anderen Spuren. Ich wollte quasi noch mal zurück auf diese... Also erst will ich Lyon ein wenig widersprechen, im Sinne von Stolpersteine sind ein Zeichen für Vergangenheit und Gedenken, würde ich sagen, nicht nur, denn sie sind so wie Friedhöfe auch ein Ort, an den man zurückkehrt. Und sowohl die Angehörigen kehren ja immer wieder an den Ort zurück, als auch die Nachbarn und Anwohner und Anwohnerinnen. Also hier, als es jetzt geschneit hat, gab es ja viele Häusereingänge, wo wirklich diese Stolpersteine freigeschaufelt waren, damit man sie sieht. Natürlich weiß ich, was du meinst. Also ich hoffe, ich weiß, was du meinst. Aber can I tell a very short story about it? Because it's true. When I came on the first Grindeleucht, this event on Pogromnacht, when you clean the stones,
I came with a bag and with friends to clean the stones. And there were kids around the stones putting candles and cleaning them. And my first reaction was, das war meine Familie. And the mother of the kid said, yes, but these are their neighbors. And that was an amazing moment for me. So I agree with you. I don't see it as a cemetery, for sure. But at least for me, it doesn't symbolize a living cultural place. It still symbolizes something that was taken. Er hat eine ganz berührende Geschichte erzählt an dem Tag, als die Stolpersteine geputzt wurden. Da kam er dorthin mit einem Freund und wollte sie säubern. Und dort waren bereits Kinder, die Kerzen aufgestellt hatten und es putzten. Und er sagte, dies ist meine Familie. Und die Antwort war ja, aber es waren unsere Nachbarn. Und das hat ihn sehr bewegt und zeigt ihm, nein, es ist nicht wie ein Friedhof, es ist tatsächlich eine andere Art von Erinnerung. Frau Rürup, wir haben Sie unterbrochen. Es passte ja zum Thema. Und ist ja schön, wenn wir sprechen. Es gibt ja noch neben den Stolpersteinen weitere Spuren jüdischen Lebens. Und deswegen vielleicht nochmal zurück zu der einen Publikumsfrage mit den, wo kann ich Juden treffen? Ich habe das jetzt sehr verkürzt, so war es nicht. Aber das ist eine Zuspitzung. Ich finde eigentlich wichtiger, die jüdischen Spuren zu treffen. Natürlich kann man auch einen der 2000 Juden in dieser Stadt treffen oder 3000. Aber es wäre auch ein bisschen eine Überlastung der Juden und Jüdinnen der Hansestadt, wenn alle Hamburger mal einen Juden treffen wollen. Wir müssen auch noch anderes tun in unserem Leben sozusagen. Also würde ich dazu aufrufen, mehr nach den Spuren jüdischen Lebens zu schauen. Und da gibt es in dieser Stadt noch viel mehr, was passiert. Und da können sozusagen alle, die uns jetzt vielleicht zuhören und sich auf die Suche machen wollen, einfach ihre Straßennamen beispielsweise anschauen. Welche Straße heißt eigentlich nach jüdischen Menschen oder welche Straße heißt nicht mehr nach jüdischen Menschen und wurde gewissermaßen, auch da gab es ja sozusagen Arisierungen. Also als 37 das Groß-Hamburg-Gesetz erlassen wurde und Hamburg eben größer wurde, gab es eine Straßenumbenennungskommission, so wie die, die es heute gibt, die das versucht sozusagen wieder zurückzumachen, in der ich Mitglied bin, wo 1613 Namen, glaube ich, von Straßen, die nach Juden, Jüdinnen oder anderen unliebsamen Mitbürgern sozusagen benannt waren, umbenannt werden sollten. Also insofern, man könnte einfach vor der eigenen Haustür anfangen, nach solchen Spuren zu suchen. Und wenn man beispielsweise in einer Straße wohnt, die nach einem Kolonialkämpfer heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie vor der Nazizeit nach einem Juden benannt worden war, weil das die Umbenennungen waren. Wäre das, Frau Fegebank, eine Möglichkeit, vielleicht jüdisches Leben sichtbar zu machen, auch noch mehr Straßen nach jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu benennen? Ja, überall da, wo gerade Neubenennungen anstehen. Es wird ja sehr viel gebaut. Es gibt auch ganz neue Viertel, die gerade entstehen, ganz neue Stadtteile, die entstehen. Entspinnt sich auch immer, vor allem in der Bezirkspolitik, eine Diskussion darüber, nach welchen Personen, Persönlichkeiten diese Straßen benannt werden. Und da hat das in der Vergangenheit auch schon eine Rolle gespielt. Also zum einen das Thema Frauen und Straßenbenennung nach Frauen, die auch in der Verbindung zu Hamburg standen. Und das andere sind natürlich über die Benennung von Straßennamen auch nochmal eine weitere Erinnerungsmöglichkeit zu schaffen, beziehungsweise auch altes jüdisches Leben, alte jüdische Personen wieder sichtbar zu machen. Das habe ich so vernommen, auch aus den Debatten in den Bezirken. Ich glaube, da muss man nochmal einen Impuls auch reingeben, gerade dort, wo jetzt in naher Zukunft wieder Straßenbenennungen anstehen. Das finde ich sehr spannend zu gucken, was eigentlich oder wie früher die Straßen hießen und wie man sowas auch in historischen Kontext, in historische Darstellung einbetten kann. Denn das geht ja auch aus dem Straßenschild oft nicht hervor. Hieß die schon immer so oder ist sie tatsächlich umbenannt und hat jemandem anders diesen Straßennamen, diesen Ort, diesen Platz auch weggenommen und streitig gemacht?
Wenn wir über die Sichtbarkeit sprechen, dann können wir ein Thema aber natürlich nicht aussparen. Und das ist die Angst vor Antisemitismus. Die Zahl der antisemitischen Straftaten ist auch im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Auch in Hamburg, Leo Oren hat es gesagt, ist ein jüdischer Studierender angegriffen worden. Egal, wie man diesen Angriff jetzt am Ende bezeichnen wird oder nicht bei den jüdischen Gemeinden, so kann ich mir vorstellen, wächst die Sorge, wächst die Angst, öffentlich jüdisches Leben zu zeigen. Frau Guggenheim, geht Ihnen das auch so? Oder wie nehmen Sie das Ganze wahr? Also ich muss gestehen, dass ich in meinem ganzen Leben, also auch in der Zeit, in der langen Zeit, in der ich in der Schweiz gelebt habe, aufgewachsen bin und auch seit ich in Hamburg bin, fast keinen Antisemitismus ganz persönlichen erlebt habe. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich selber, ich bin vorsichtig, aber ich bin nicht so ängstlich. Aber die Zahlen, die das Innenministerium veröffentlicht, sprechen ja für sich. Und auch der Landesrabbiner Shlomo Bystritzky ist bespuckt worden auf dem Rathausplatz in Hamburg. Die Vorfälle, so hat man das Gefühl, nehmen ja doch zu, auch wenn Sie selbst es vielleicht noch nicht gespürt haben. Was, Frau Fegebank, kann die Politik tun? Kann sie etwas tun dagegen? Ja, Silvia Löhrmann hat eben den Bundespräsidenten zitiert und das ist in der Tat ein sehr eindrückliches Zitat, das ja zum Teil auch das Thema Sicherheit aufgreift. Und meine Begegnung, meine Gespräche, die ich mit Jüdinnen und Juden habe oder auch in der Vergangenheit hatte, drehen sich oftmals um das Thema, wie sicher fühlt man sich hier eigentlich. Und ich fand es jetzt interessant, von Leo Oren zu hören, dass er sich hier sicher fühlt, dass er keine Angst hat. Ich kenne aber auch viele andere Geschichten. Bis hin zu, wir sitzen eigentlich auf gepackten Koffern und eigentlich ist das fast zum Überlaufen gebracht, aber wir warten jetzt noch mal. Und das Warten, habe ich gefragt, was heißt denn, worauf warten? Ja, natürlich auf die Signale, auf klare Bekenntnisse, nicht nur von der Politik, sondern auch ein Signal aus der Gesellschaft heraus. Wir stehen ganz klar gegen Ausgrenzung, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit. Und das ist etwas, was überall und an jeder Stelle gelebt werden muss. Und das heißt aber auch, dass man selbst die Aufmerksamkeit haben muss und die Konzentration, aber auch Mut und Kraft haben muss, schon den kleinsten Anfängen zu wehren, auf dem Schulhof, wenn jemand als du Jude bezeichnet wird oder man das in seinem unmittelbaren Umfeld am Arbeitsplatz, beim Sport mitbekommt, dass man sowas nicht gewähren lässt. Das sind ja oft die Worte, die dann irgendwann zu Taten werden. Und da haben wir als gesamte Gesellschaft noch eine ganze Wegstrecke auch wirklich zu gehen. Und da passiert eine ganze Menge an unseren Schulen, im Bildungsbereich. Die Frage ist, wie kriegt man alle adressiert, wie kriegt man alle mit? Wir hatten vor zweieinhalb Jahren eine sehr spannende Reise nach Israel, wo wir eher zufällig getroffen sind auf eine Schule. Ich glaube, es war Steilshoop oder Mümmelmannsberg, die in einem Yad Vashem-Projekt beteiligt gewesen sind. Miriam muss mich korrigieren, wenn ich jetzt falschen Stadtteil nenne oder falsche Schule. In erster Linie dort Schülerinnen und Schüler mit arabischen Wurzeln, also deren Eltern teilweise auch Geflüchtete gewesen sind. Hier in den Diskurs zu kommen im Unterricht und die deutsche Geschichte tatsächlich auch zur Geschichte von allen zu machen, nicht zu sagen, so ein Abwehrreflex, was habe ich denn damit zu tun? Meine Eltern, meine Großeltern kommen doch ganz woanders her, das ist doch euer Problem. Und in dem Bereich auch schon anzufangen, sehr, sehr früh, das glaube ich, wird künftig eine noch größere Rolle spielen, als dass es das bisher tut. Die Vermittlung auf jeden Fall. Viele andere Bundesländer haben einen Antisemitismusbeauftragten, eine Antisemitismusbeauftragte installiert. Hamburg hat bis jetzt noch keinen. Das ist aber geplant? Ja, wir sind auf der Zielgerade quasi
und hoffen dort in ein paar Wochen auch erfolgreich jemanden zu benennen oder bekannt zu geben. Ja, auch das gehörte mit zu dem großen Paket dazu, das Bürgerschaft auf den Weg gebracht hat, vor allem um jüdisches Leben zu stärken. Und die Bezeichnung soll ja nicht nur sein Antisemitismusbeauftragter, Beauftragte, sondern auch eine Person, die zur Förderung und sichtbaren Erleben des jüdischen Lebens auch tatsächlich da ist. Ja, das ist nicht nur geplant, das befindet sich auf der Zielgerade, kurz vorm Zieleinlauf. Wir haben eine Publikumsfrage, die ein wenig vielleicht in diese Richtung zielt. Antisemitismus hat es in Hamburg schon auch seit 400 Jahren gegeben. Man kann sagen, solange Juden in Hamburg sind, gab es Antisemitismus. Man liest bei Ihnen im Internet, Frau Rürup, aus dem Jahr 1603, glaube ich, wenige Jahre danach bereits einen Antrag der Bürgerschaft an den Senat, eine Beschwerde darüber, dass unter den Flüchtlingen auch Juden seien, also ein Thema, was sich lange bezieht. Und die Frage, die uns erreicht hat, ist, wie schätzen Sie die Chance ein, dass das Zusammenleben von Jüdinnen und Juden und Nichtjüdinnen und Nichtjuden eines Tages tatsächlich eine gewisse Selbstverständlichkeit bekommt oder zurückbekommt? Frau Rürup, haben Sie als Historikerin eine Antwort darauf? Kann ich den Publikumsjoker weitergeben? Nein. Also ich würde sagen, wir sind ja eigentlich, gerade als Historikerin müsste ich jetzt hier wirklich sehr optimistisch sprechen, denn wir sind eigentlich auf einem sehr guten Weg. 1945, womit wir vorhin begonnen haben, gab es quasi keine Juden in der Hansestadt, weil sie alle vertrieben oder umgebracht wurden oder sich im Versteck retten mussten. Dass es Juden überhaupt wieder sich hier niedergelassen haben, ist ja schon ein unglaublicher Gewinn und eine Überraschung der Geschichte gewissermaßen. Und dass der Antisemitismus heute zwar wieder steigt, aber eigentlich mindestens nur noch halb so stark ist wie nach 45 und bis auch noch in den 60er Jahren, ist gewissermaßen auch als Fortschritt zu sehen. Also was wir heute beklagen, ist unbedingt beklagenswert, gar keine Frage, aber wir sind schon sehr weit gekommen. Ich bin nun jetzt keine Prophetin, die in die Zukunft schauen kann, aber ich glaube, mit den Schritten, die wir hier gerade ausgemacht haben, die vor allen Dingen eben in die Breite gehen und nicht sich nur auf religiöse Symbole und vor allen Dingen nicht nur auf Symbolpolitik reduzieren, sondern in den Alltag greifen, in die Realität, in die Kultur, in alles, was unser Leben und unseren Umgang ausmacht, dann würde ich doch denken, gerade wenn man zurückschaut, wie schlecht es schon mal war, könnte man sagen, wir sind auf einem guten Weg. Aber dazu gehört auch eine Mahnung, die Lior vorhin gebracht hat, nämlich auch wir Jüdinnen und Juden müssen dafür kämpfen, dass es politisch, dass wir ja, die politischen Verwerfungen und Anfeindungen, die vor allen Dingen von rechts außen kommen, in Grenzen halten, die unsere Gesellschaft ja tatsächlich bedrohen. Es gibt, was die Kultur in Hamburg betrifft, übrigens noch einen Hinweis, den wir erhalten haben mit Blick auf die jüdischen Filmtage im Metropolis-Kino. Da findet bereits, solange nicht Corona das alles untersagt, regelmäßig der jüdische Filmclub statt. Also ein paar gute jüdische Filme dort oder auch im Abaton kann man in Hamburg immer schon sehen. Aber ich möchte die Frage von Miriam Rürup weitergeben an Lior Oren. Sie haben sich ja dazu entschieden, in Hamburg zu leben. Sie haben gesagt, ich möchte hier leben und hier weiterarbeiten. Was macht Hamburg für Sie so lebenswert, dass Sie gesagt haben, trotz allem Negativen oder trotz allen Sorgen, über die wir gesprochen haben, das ist die Stadt, in der ich als Israeli und als Jude glücklich leben kann? Why did you choose to live in Hamburg and live here and not in Israel? So what is it that makes you feel home in Hamburg? Not sure I have an explanation for it. Look, my grandmother returned to Hamburg immediately when she could, when the diplomatic relationship between Israel and Germany were established, because that was her home. After everything that happened to the family, to the history, to the culture, that was her home. And when I first visited here in 2010, it just felt like home. I have no explanation which is more logical than that. The people, the city, the atmosphere, the weather. I like the weather here.
And I decided that here is where I want to live. And 2 years later, I landed here with a suitcase and a dog. And I don't want to leave ever since. Also er möchte gar nicht mehr weg, er fühlt sich hier zu Hause. Seine Großmutter hat diese Stadt geliebt, dass sie immer wieder kam. Und auch er sagt, ja, hier ist tatsächlich die Stadt, in der man sich wohlfühlen kann. Frau Guggenheim, Sie sind nun auch seit 1993 hier. Wie wohl fühlen Sie sich in Hamburg? Warum ist das für Sie die Stadt, in der Sie sagen, hier kann ich auch als Jüdin glücklich und zufrieden leben? Ich habe hier eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Und es ist eine Stadt, die ich sehr liebe. Es ist ungefähr das Gegenteil von der Schweiz, und also landschaftlich. Ich mag den Hafen sehr gerne. Und wie gesagt, ich habe auch meinen Platz gefunden, sowohl mein Platz in der jüdischen Community, was nicht gleichzusetzen ist mit Gemeinde, aber mir ist die Kultur und die Traditionen sind mir wichtig, und das geht auch quasi außerhalb der Gemeinde, und das ist mein Platz, und meine Kinder sind hier meistens jedenfalls, und das ist gut. Für mich ist das so gut. Frau Rürup, Sie sind ja Hamburg untreu geworden. Sie sind nach Berlin gezogen. Trotzdem die Frage an Sie, es lag ja nicht an Hamburg, dass Sie gegangen sind, oder? Nein, es lag definitiv nicht an Hamburg. Und Katharina Fegebank weiß es auch, dass ich mich wirklich schwer getan habe mit der Entscheidung oder auch immer noch tue. Insofern freue ich mich sehr, dass in Hamburg gerade so viel passiert, dass ich in gewisser Weise dieser Stadt weiter verbunden bleiben kann und mich, soweit es gewünscht ist, weiter einbringen kann, gerade an meinem Lieblingsort, Pohlstraße beim Tempel. Nein, es lag definitiv nicht an Hamburg, weil ich in der Tat finde, Hamburg ist auch nicht nur, naja, aber insbesondere für meine Perspektive natürlich, was die jüdische Geschichte und Gegenwart betrifft, so vielfältig und so erstaunlich vernachlässigt in der Wahrnehmung, in der Außenwahrnehmung, was seine jüdische Geschichte betrifft. Das hat mich wirklich überrascht, als ich 2012 nach Hamburg gezogen bin, wie viele der Israelis und auch amerikanischen Freundinnen und Freunde, die ich hatte, Hamburg nur in der Theorie kannten, aber nicht in der Praxis. Aber alle Hamburg in der Theorie kannten über den Tempel und über liberales Erbe und so weiter. Und ich habe Hamburg dann mit seiner vielschichtigen jüdischen Geschichte wirklich sehr, sehr ins Herz geschlossen. Also gerade das Sephardische und das Aschkenasische. 400 Jahre, unglaublich viel Quellen. Was für Historikerinnen und Historiker ist das ein Schatz? Ja, das ist, wie nennt man das, Schlaraffenland gewissermaßen. Also 400 Jahre Quellen sind erhalten geblieben, haben die Nazis nicht geschafft zu zerstören. Das alles zusammen macht diese Stadt wirklich sehr spannend, und ich freue mich darüber, was da jetzt alles im Entstehen ist. Und es ist auch höchste Zeit. Also es ist eigentlich natürlich blamabel, dass es so lange gedauert hat. Aber das kann man ja den heutigen Menschen, die sich engagieren, nicht vorwerfen, sondern muss man den Jahrzehnten vorher vorhalten. Das geht natürlich auch in Ihre Richtung, Frau Fegebank, nicht das Blamabel, sondern dass jetzt etwas passiert. Aber teilen Sie die Einschätzung, hat man eigentlich viel zu spät damit angefangen und sollte jetzt noch dringend nachholen? Das steht mir gar nicht zu, das zu sagen. Also wir leben im Hier und Jetzt, und aktuell darf ich Verantwortung mit den Kolleginnen und Kollegen im Senat tragen für das, was passiert, auch zukünftig passieren wird. Und ich freue mich über die Diskussionen, die Impulse, die gerade geliefert werden aus den unterschiedlichen Ecken, weil es ja einfach zeigt, dass es eine Bedeutung hat, dass wir hier als Gesellschaft zusammenleben in unseren Unterschieden, und dass jüdisches Leben, Jüdinnen und Juden Teil dieser Gesellschaft sind, ein nicht wegzudenkender Teil dieser Gesellschaft, und dass sich das in der Kultur, in den reichhaltigen Schätzen, die wir da haben, abbildet, und dass wir aber gleichzeitig Orte des Erinnerns haben, die ich auch für außerordentlich wichtig halte, und vor allem mit der Perspektive nach vorne. Vielleicht ist das so ein bisschen einfach und auch naiv gesprochen, aber das Beste aus allen Welten zusammenführen, um wirklich kraftvoll und lebendig und selbstbewusst zu sagen, ja, wir sind hier zusammen und gestalten auch diese Stadt zusammen. Und dazu gehört so viel jüdisches Leben wie möglich.
Und das Beste aus allen möglichen jüdischen Welten findet sich auch im Programm der Themenwoche der Körberstiftung Mehr als Klein Jerusalem. Wenn Sie den Flyer vielleicht vor sich haben, dann werden Sie ganz viele Veranstaltungen finden. Oder Sie schauen sicherheitshalber auch nochmal ins Internet, denn einige Veranstaltungen können wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden. Also bevor Sie losgehen und eintauchen in die Vielfalt jüdischen Lebens in Hamburg, schauen Sie noch einmal auf den Internetseiten der Körberstiftung vorbei und schauen nach, ob denn tatsächlich alles so stattfindet. Vieles aber wird stattfinden. Und auf eine Veranstaltung möchte ich noch ganz besonders hinweisen. Am 24. Februar, da ist die Schriftstellerin und Publizistin Viola Roggenkamp im Livestream zu sehen, im Rahmen der Veranstaltung Lebenszeichen. Was bedeutet jüdische Identität heute? Eine von sehr, sehr vielen Veranstaltungen in Hamburg und noch mehr Veranstaltungen, die im Rahmen des Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland in diesem Jahr 2021 stattfinden werden. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei meinen Podiumsteilnehmern, die heute im digitalen Podium dabei waren, bei der Schirmherrin der Themenwoche und der zweiten Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg, Katharina Fegebank. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich danke genauso, auch, war eine sehr schöne Runde. Genauso herzlichen Dank nach Potsdam, weit weg aus Hamburg, aber Sie dürfen jederzeit wiederkommen. Miriam Rürup, die Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien. Herzlichen Dank. Danke an Sie. Und ich danke Barbara Guggenheim vom Jüdischen Salon in Hamburg, dass Sie uns heute auch Rede und Antwort gestanden haben und Einblicke in Ihr Leben in Hamburg gegeben haben. Und ich möchte hinweisen, dass sich auch der Jüdische Salon an der Themenwoche beteiligen wird mit einem ganz außergewöhnlichen Konzert Jüdische Musik in Deutschland durch die Jahrhunderte mit dem Ensemble Hevenu Shalom für jüdische Musik mit historischer Synagogalmusik, aber auch Werken von Leonard Bernstein, Max Bruch, Felix Mendelssohn-Bartholdy und vielen anderen. Am 27. Februar auf den Seiten des Jüdischen Salons kann man sich dieses wirklich außergewöhnliche Konzert anhören. Herzlichen Dank Ihnen, Barbara Guggenheim. Sehr gerne. Und ich möchte Leo Oren danken, Public Historian, IT-Manager und vor allem ein Mann, der sich auf die Spuren seiner Geschichte gemacht hat und Hamburg damit mit ganz anderen Augen gesehen hat. Vielen Dank, dass Sie uns an der Geschichte Ihrer Familie haben teilnehmen lassen, aber auch an Ihrer eigenen Geschichte und Ihrem eigenen Leben in Hamburg. Und viel mehr über seine Lebensgeschichte findet man auf seinem Blog, wo man dann tatsächlich ganz viele Details noch erfahren kann. Vielen Dank, Leo Oren. Thank you very much for sharing your history with us today. Danke sehr. Thank you. Und natürlich gilt mein Dank der Körberstiftung, die diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Aber sie gilt auch Ihnen, liebe Zuhörende. Ich wünsche Ihnen eine interessante, abwechslungsreiche Themenwoche und zahlreiche anregende Gespräche bei den einzelnen Veranstaltungen, digital, manchmal vielleicht sogar real. Und mit Blick auf das bevorstehende Purimfest, das am 25. Februar beginnt, allen jüdischen Zuhörenden an dieser Stelle schon Chag Purim Sameach. Mein Name ist Jan Ehlert vom Norddeutschen Rundfunk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.